Ich streichle hier gerade unseren Flachlandtab hier, den Tibi. Und das hat den näheren Sinn, dass wir ein großes Vertrauensverhältnis zu dem Tier aufbauen können und wir kleine medizinische Eingriffe auch selber machen können. Ich kann ihm in die Ohren schauen, ich kann die Zähne anschauen. Außerdem genießen es die Tiere und unsere Verbindung wird dadurch immer stärker. Und wenn der Tibi einen besonders guten Tag hat wie heute, dann legt er sich sogar, wie man hier sieht, auf den Rücken. Und ich kann mir den Bauch anschauen, kann die Füße genauer anschauen. Und dieser Vertrauensbeweis ist ziemlich groß, weil Tapire sind Fluchttiere. Und so sind sie ziemlich schutzlos. Und das bedeutet, dass er mir wirklich viel vertraut und weiß, dass er keine Angst haben braucht und nicht weglaufen muss. Der große Nachteil beim Tapirstreicheln ist, dass die Hände dann danach so ausschauen. Sie haben halt eine sehr drüsenreiche Haut und das bekommt man dann zu spüren. Ja, ich mach schon weiter, Tibi. Alles gut. Ich fütter jetzt die Tapire und gebe das Futter in diese Beschäftigungsröhren. Einfach aus dem Grund, dass sie ein bisschen länger beschäftigt sind mit der Futtersuche und sie es nicht einfach nur vom Boden aufsammeln müssen. Das ist in der Natur auch so, dass sie mehrere Stunden unterwegs sind und nach Früchten und Blättern suchen und das ahmen wir einfach mit diesen Röhren nach. Wir haben hier eine große Gemeinschaftsanlage mit verschiedenen südamerikanischen Tieren. Das sind nicht nur die Tapire, sondern auch die Wasserschweine, die Nandus, die Vicuña sieht man hier hinter uns im Bild und den Ameisenbären. Und sie vertragen sich eigentlich alle relativ gut miteinander und kommen gut miteinander aus.